Die Dame. Wollen Sie eine Autolackierung für 1000 Euro? Sehe ich aus, als hätte ich hier gerade ein Auto vor mir. Ich bin der Paul. Mal beim Fahrrad entschuldigen hier. Hab ich schon. Hast nein, du dann? Wir müssen dabei sein. Ich bin angegriffen. Vom Fahrrad. Ja. Sowas. Ja, das passiert halt, wenn man Fahrräder schlägt, ne? Fange ich mich an. Mimi? Ich lieber, ich habe gerade die Magnus angerufen. Ja. Und ich habe gesagt, ich weiß genau, was du gemacht hast. Und dann hat er so gesagt, was denn? Ich habe nichts gemacht. Und ich habe dann so gesagt, ja, ich weiß schon, was du gemacht hast. Und er hat gesagt, nein, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Und dann habe ich gesagt, ich werde dich finden und ich werde dich aufsitzen. Und dann habe ich aufgelegt. Oh mein Gott, wirklich? Aber hast du ihm nicht gesagt, was mir passiert gerade? Nein, weil ich weiß ganz genau, dass er war. Ich habe gehört, dass er grinst. Glaub mir. Wirklich? Bitte. Ja, ich habe gehört. Ach, weil er weiß, dass ich sauer auf ihn bin und weil er weiß, dass ich seine Nummer nicht eingespeichert habe, oder? Ja, ich glaube wirklich. Okay. Also Shiba, ich leg mich hin, geh mal zu die LSBT oder ruf die Magnus an. Und ja, ich stehe schon davor, aber ich rufe ihn doch jetzt nicht von hier aus an, oder? Weiß ich nicht. Sag mir auf jeden Fall, was passiert ist, okay? Ja, aber vielleicht kannst du ihn ja noch warnen oder so. Also, dass irgendjemand zumindest weiß, dass ich, weiß ich nicht, vielleicht in eine Falle gelockt werde. Ich habe ein bisschen Angst. Das war Magnus, bitte glaub mir, okay? Es hat mit einer 7 angefangen, die Nummer tatsächlich. Vielleicht war er das wirklich. Ja, das war. Aber warum sollte er das machen? Hallo? Ja, weil er Schatzkeks ist. Warte mal kurz, Mimi, ja? Hallo? Okay. Achso, ich hab gedacht, hat sich erledigt. Hat sich erledigt, okay, gut. Ich hab grad gedacht, sie sind eine gewisse Dame, die hier einen Platzverweis bekommen hat, aber okay. Das hat sich anscheinend erledigt. Nee, ich hab keinen Platzverweis bekommen. Ja, ich bin ist hier richtig. Nur am Telefon. Wegen der Haarfarbe und der Kleidung und sie sieht fast genauso aus. Ah ja, das sind günstige Klamotten für wenn man noch nicht so viel Geld hat, ne? Deswegen. Ist richtig. Okay, Moment, meine Freundin will gerade Schluss machen. Moment, ja? Mimi? Ich will nicht mit dir Schluss machen. Ja, du willst gerade das Telefonat beenden. Oh, Mimi. Ja, okay. Ja, ich will das Telefonat beenden. Sag mir dann, was war, okay? Ich sag dir, was war. Okay, ja, ciao. Bis später, ciao. Tschüss. So, Entschuldigung. Nur gerade noch mit ihr fertig geredet. Okay. Ja, ich hatte einen Anruf bekommen, das ist ganz komisch, dass irgendwie eine Freundin von mir, die jetzt am Telefon war, angeblich rumpöbelt und aufgesammelt wurde und ich hierher kommen soll, um sie abzuholen. Kurz danach hat diese Freundin aber angerufen und gesagt, dass das überhaupt nicht stimmt und dass es ihr gut geht und dass sie ganz woanders ist. Okay. Wissen Sie davon irgendwas? Nee. Okay, dann war das wahrscheinlich ein Scherzanruf. Ich glaube ja. Super. Naja, sehe ich zumindest auch mal die Polizei. Hier war ich noch nicht. Ja. Okay. Gut, dann danke und ich schaue noch ein bisschen weiter. Kein Problem. Schönen Tag noch. Tschüss, gleichfalls. Mhm. So. Private Lücke füllen. Die Lücke füllen. Ja, ich glaube ja gar keiner. Ich glaub wirklich, dass das eine Verarsche war. Ja, hier ist nichts. Seid ihr bereit? Dann 3, 2. Ist ja blöd. Aber die sind nett. War das echt der Magnus, der mich verarscht hat? Tja. Das muss der Magnus gewesen sein. Jemand anderes würde das nicht machen und jemand anderes kennt sie nicht. Denkt echt, der ist witzig, oder? Ich wollte gerade einen Job suchen, lauf mir hier die Füße platt. Witzbold, ehrlich. Warte mal, da hinten war doch ein Fahrrad, oder? Das nehmen wir jetzt. Mann. Der denkt echt, der wäre der witzigste Kerl von allen. Arsch. Und ich fall halt auch noch drauf rein. Ich wollte halt jetzt die Mimi abholen. Ich habe gedacht, ja, was soll ich machen, ne? Hallo? Hallo?
Ja, hallo, hallo, hallo. Hörst du mich? Ja. Was für sehr witzig, hä? Ja, was sollte der Scheiß? Was denn? Ja, das warst nicht du, oder wie? Was denn? Mimi hat gerade nur zu mir gesagt, ich soll dich anrufen und fragen, was ich getan hätte soll. Wer hat das gesagt? Mimi. Okay. Sie meinte, ich soll dich fragen, was ich getan habe. Ja. Was habe ich getan? Ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass die Mimi irgendwie in der Gegend rumpöbelt und ich jetzt zur Polizei gehen soll, um sie abzuholen. Hola, eine Frage. Aber hast du nicht irgendeine andere Stimme? Ein Kumpel da hinten wollte mich was fragen. Warte mal kurz. Was? Der hat sie doch nicht. Nein, so ganz sagen. Nein, nicht du, warte, Magnus. Was ist los? Toni, jetzt frag doch. Du hast doch gesagt, du hast eine Frage. Was habt ihr denn für eine Frage? Ich bin am Telefon. Du hast gesagt, du wolltest sie was fragen. Ja, dann alles gut. Ach so, war wohl ein Missverständnis, sorry. War ein Missverständnis, okay, tschüss. Gut. Magnus? Ja, wie soll es denn das gewesen sein, wenn sie mir jetzt mal eine Nummer war? Und wenn es komplett anders war, hast du irgendwie nicht. Ich hatte dich nicht eingespeichert. Aber die Stimmen kannst du nie irgendwie mal ein bisschen unterscheiden. Das war eine verstellte Stimme. Ja, gut, aber ich war's nicht. Also Mimi, ich wusste es nicht. Ich hab auch gedacht, das wäre ein Fremder. Und Mimi war sich sicher, dass du das bist und dass du es wohl auch zugegeben hast, als sie dich angerufen hat. Nein. Und die haben gesagt, die wäre das LSPD. Ja. Aber das LSPD ruft eigentlich über 911 an. Nee, das war irgendeine andere Nummer. Ja, dann kann es nicht das LSPD gewesen sein. Okay. Also wenn es keine 911-Nummer ist, dann kannst du direkt auflegen und die irgendwas labern von Polizei. Ja, aber wer hat denn meine Nummer? Wie kann einfach irgendjemand meine Nummer haben? Ach, keine Ahnung. Geht schnell. Ich hab sie nicht gegeben. Okay. Bin eh gerade im Journey und koche. Wo bist du? Im Wohnwagen. Ah. Koche ich ein paar Sachen. Am Arbeiten. Genau. Danach kaufe ich mir den Toyota GT85. Kannst du dann fahren? Ach so. Ja, habe ich schon nachgeguckt. Der kostet 150.000. Müsste Hast dann passen. Hast du völlig vergessen, was das letzte Mal passiert ist, alles? Ja, hatte einen kleinen Hirnriss. Ach so, also du hast dir nicht gedacht, dass es vielleicht einen Grund dafür gibt, dass ich mich nicht mehr bei dir gemeldet habe? Nö. Vielleicht war ich betrunken. Ja, da weißt du nicht mehr, was passiert ist. Nee. Schön. Dass du ein ganz schöner Arsch warst, weißt du auch nicht mehr. Nee. Und was ich gemacht habe, weißt du auch nicht mehr. Nö. Geil. Bin nur plötzlich heute hier aufgewacht und lag hier, voll gekotzt. Toll. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, das ist schön. Wieso, wo ist dein Auto jetzt? Welcher? Das Auto, das du betrunken fahren wolltest und ich es dann für dich gemacht habe, damit du nicht stirbst? Der steht wieder auf dem Parkplatz. Den haben wir getankt und haben den zurückgefahren. Ah, dann weißt du ja doch noch was. Ja, so kleine Teile. Kleine Teile. Du merkst ja auch immer nur das, was du dir merken willst, ne? Ja. Merk ich schon. Ich muss jetzt aber erstmal ein bisschen weiter kochen, damit ich mir überhaupt ein Auto kaufen kann jetzt wieder. Ja. Vielleicht hol ich mir auch einen Monster Truck. Kann hier mal überfahren. Alles klar, tschüssi. Tschüss. Nett. Okay, wer hat mich zur Polizei beordert? Ich überlege halt immer noch, ob wir nicht einfach mal reingehen sollen und nochmal drinnen fragen. Ach, hier sind die Fahrräder, guck mal. Ups. Entschuldigung. Ja? Haben Sie gerade das Fahrrad geschlagen? Ja, aus Versehen. Warum schlagen Sie das Fahrrad? Ich wollte es wieder hinstellen, aber es ging nicht. Das arme Fahrrad, ja? Ja, das tut mir auch sehr leid. Warum schlagen Sie das Fahrrad? Weil mir manchmal die Muskeln auskommen und dann... Ja, am besten mal beim Fahrrad entschuldigen hier. Hab ich schon. Ach, nein, dann. Sie müssen dabei sein. Ja, nee, das passt schon. Haben Sie auch das andere Fahrrad geschlagen? Nein. Sicher? Ja. Das andere Fahrrad ist aber ganz anderes. Ja, aber dem geht's gut, schau.
Dummer Fahrrad. Jetzt hast du es geschlagen. Ich wurde angegriffen. Vom Fahrrad. Ja. Sowas. Ja, das passiert halt, wenn man Fahrräder schlägt, ne? Fang ich mich an. Hat das Fahrrad auch angegriffen? Sind das eure Fahrräder? Nein. Nein. Dann ist doch wurscht, oder? Wir haben das andere Fahrrad auch. Nein. Wo kann man denn ein Fahrrad kaufen? Wisst ihr das? Nee. Nee, wir sind ein bisschen dumm. Oh, schade. Na gut. Jo. Ich schau mal weiter. Vielleicht gibt's ja noch ein Fahrrad, was ich hauen kann. Sie, ihr könnt unser Auto schlagen, hier. Das blaue kannst du gerne. Nein, ich Auto schlage. Dummes Auto. Du. Wollen Sie das Auto schlagen? Nee, passt schon. Wollen Sie Ihre Aggression rauslassen? Autos sind langweilig zum Hauen. Lassen Sie Aggression raus, gucken Sie. Passt. Was leben hier für Menschen? Ja gut, ich meine, dann lassen wir den Magnus halt trotzdem unser Dings hier, Dingsi-Bumsi mal besorgen. Ist ja egal. Oh, da steht ein Fahrrad auf der Straße. Können wir das nehmen? Cool. Das ist doch cool. Fahren wir Fahrrad. Fahre ich jetzt nochmal zur Polizei und gehe nochmal rein, weil irgendwie... Wo ist denn die Polizei hier? Ich behaupte einfach, ich hätte jetzt nochmal so einen Anruf bekommen. Muss ja keiner wissen, dass das nicht stimmt. Können Sie mir dann eventuell den Namen oder die Dienstnummer von dem Soldaten nennen, weil das hat auch verweigert mitzunehmen vorher, nachdem er mich mit Taser bedroht hat. Ja. Es ist so vorgefallen, was soll ich tun? Ich bin neu auf der Insel, ich will alles andere als Probleme haben oder mir irgendwie... Ja, aber es sind halt alles Dinge, die ich nicht getan habe und das ist halt mein Problem an der Sache. Wissen Sie, die $850 tun mir jetzt nicht so weh. Darum geht es mir nicht nur, dass ich... Okay. Keine Zeit anscheinend. Ja, es ist... Herr Berg? Ja, was ist? Fährst du kurz zum ATM? Gleich. Ich glaube, der hat mich verarscht. Hallo? Ja. Wieso hast du mir die Nummer vom Dennis geschickt? Aus Versehen. Ah, okay. Ja. Dann weiß ich Bescheid. Ich war jetzt gerade nochmal bei der Polizei übrigens und da weiß niemand von irgendwas. Also das war irgendein dummer Anruf. Ja, einfach nicht reingehen und aber nicht. Wenn es keine Polizeinummer ist, aber nicht. Also die rufen immer mit 911 an. Wenn es über Notruf geht, ja. Okay. Und wenn ich, würden die eigentlich gar nicht anrufen. Die rufen eigentlich nie an. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, dass der so nett ist und sagt, hier, kommen Sie mal her und holen Sie Ihre Freundin ab. Das war irgendwie sehr komisch. Würden sie nicht machen. Wenn würden sie dann Strafe geben und würden sie wieder gehen lassen. Ach so. Dass sie sich selber anrufen kann. Okay. Aber sonst, sowas machen die nicht. Im Normalfall gar nicht. Okay. Ja, schön. Gut, dann bin ich wieder unterwegs. Ciao. Tschüssi. Aber vielleicht gehen wir mal einfach hier hoch und schauen. Oder wir gehen, warte mal, hier ist doch mehr los. Gehen wir mal da lang. Gehen wir mal den Weg hier. So. Die Dame. Wenn noch einmal einer die Dame sagt, dann haue ich ihm den Kopf ab. Was? So was denn? Es gibt niemanden hier, der nicht die Dame sagt. Wie soll ich sie dann nennen? Hallo? Hallo? Was gibt's denn? Warum darf ich sie nicht die Dame nennen? Das ist schrecklich. Ich bin keine Dame. Das ist echt okay, der eine Herr, 80-jährige Oma. Okay, heißt Dame. Tut mir leid, der Herr. Ja, viel besser. Sicher? Hä? Ach, was gibt's denn? Wollen Sie eine Autolackierung für 1000 Euro? Sehe ich aus, als hätte ich hier gerade ein Auto vor mir. Braucht sie eine Abholung? Nein. Braucht sie ein Auto? Nein. Sie haben aber kein Auto. Ich habe ein Auto, aber nicht hier. Aber ich brauche keine Lackierung. Ich bin ganz GPS? Zufrieden. Nö. Ich brauche keine Lackierung.
Hab ein GPS. Ich hab ein GPS. Im Auto? Ja. Ja. Okay. Shit. Ah, schade. Aber schönen Tag noch. Gleichfalls. Schönen Tag noch, die Dame. Ja, ja, ja. Ja, halt, ach! Klappe zu! Hallo Mäuschen! Ja, das ging auch! So. Ich glaube, hier leben nur Idioten, die einen anquatschen und die Dame sagen. Und fragen, ob ich nicht in den netten schwarzen Truck einsteigen möchte. Oder ein weißer Lieferwagen. Schon sehr sicheres Leben hier. Ich bin auch ein Idiot. Das Ding ist, wenn man hier länger lebt, wird man, glaube ich, zum Idioten. Es sind einfach zu viele alleinstehende Männer, die, wenn sie eine Frau sehen, denken, oha, die muss ich klären, aber immer nett rüberkommen. Ja, so ist gut. Merkt man halt. Und ja, du bist leider auch ein Idiot, aber halt ein netter Idiot. Bin froh, dass du nicht im Suff gestorben bist, Dummkopf. Entschuldigung. Ja? Ja? Wo sind wir hier? Ja, das wüsste ich auch gerne. Och, ajemene. Ich hab mich auch ein bisschen verlaufen. Ich sehe, mein GPS ist kaputt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, meins funktioniert irgendwie auch nicht so gut. Ich weiß, dass wir so in der Mitte irgendwo sind. Aber ich weiß nicht, wie das hier heißt. Strawberry Power Street anscheinend. Erdbeere. Ja. Alles klar. Ja, wir sind bei der Erdbeere. Wo ist die Erdbeere? In der Mitte. Sehe ich nicht. Naja, gut. Ja, ziemlich mittig. Ja gut, ich guck mal weiter. Ja. Ciao. Alles klar. Danke trotzdem. Ja, ja. Da war mal einer nett und hat nur gesagt, Entschuldigung. Und der hat mich dann nicht mitnehmen wollen. Und mir helfen wollen. Ja gut, ich hätte ihn auch fragen können, gell. Ich steig da nicht zu Fremden ins Auto. Entschuldigung, bist du die Erdbeere? Oioioi. Schauen wir mal davor. Da sind auf jeden Fall Leute. Vielleicht gibt es da irgendwo auch Arbeit. Das können wir jetzt mal gucken. Weißt du, es lustig wäre, wenn ich jetzt einfach Polizistin werden würde. Dann würde der Magnus aber schauen. Ich hab grad sowieso nichts zu tun. Doch, ich muss langsam. Das ist. Hörst du schon wieder? Ah! Hast es gefunden! Haben sie hier? Was? Hier wollte ich hin. Ich wollte mal gucken, was es hier für Autos gibt. Ach, lustig. Anscheinend gar keine gerade. Doch, da drin. Ach, da drin. Ah! War alles zu teuer. Ja, das glaube ich. Kann sich nicht leisten. Schauen wir mal. Oh ja, das schaut aber auch schon teuer aus hier. Das ist so teuer hier. Oh ja. 295.000, wer soll das denn zahlen? 620. Ah, so geile Autos. Oh, echt teuer. Da war es in Japan aber günstiger. Was, Japan? Wieso Japan? Ich komme aus Japan. Sie haben ja gar keinen Akzent. Ja, ich bin Deutscher, aber ich habe in Japan gelebt. Ach so, was haben Sie denn da gemacht? Gearbeitet. Als was? ich hatte was mit Autos zu tun. Aha. Das ist ja interessant. Erläutern Sie mal. Ich hatte halt was mit Autos zu tun in Japan. Ja, bauen, designen. Fahren. Autorennen. Vielleicht. Rennfahrerin. Ich war zumindest Rennfahrerin. Dann können Sie gut fahren? Ja, natürlich. Haben Sie einen Führerschein hier? Hier leider noch nicht. Achso, das hätten wir mal ein bisschen demonstrieren können, wie gut Sie fahren können. Ja, aber ich darf hier leider noch nicht fahren. Ich bin noch nicht so lange da. Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, schnell möglichst den Führerschein zu machen. Wo macht man den denn? An der Fahrschule. Wo ist denn die Fahrschule? Ja, muss ich selber nachgucken. Jetzt frage ich Sie nach dem Weg, auch gut. Gucken Sie mal aufs Handy. Ja, Moment.
Ja. Dann gibt es ja den Punkt GPS. Ja. Und... ich werde angerufen, einen Moment. Ja, ja. Mach's gut! Ja, hab wieder aufgelegt, alles klar. Okay. GPS und dann... öffentliche Orte? Ja. Und dann Fahrschule. Ja, ich hab's. Mhm. Ach, cool. Genau. Was kostet denn der Führerschein? Ich glaube 7500. Oh, okay, gut. Da muss ich erstmal ein bisschen arbeiten, bevor ich den machen kann. Ja, das ist so das Problem, ne? Muss man. Aha. Weil, arbeiten geht meistens nur mit Führerschein, weil sie dann irgendwie ein Auto fahren müssen. Das ist tatsächlich ein Problem, ja. Habe ich auch gemerkt. Aber wenn sie wollen, fahre ich sie zur Fahrschule. Ach, das wäre nett, ja. Dann bin ich zumindest schon mal da und kann mich da mal umgucken, mit den Leuten reden. Ja gut, machen wir. Cool. Ach, da geht's auch raus. Muss ich zumindest kein Fahrrad suchen gehen. Ach so, Fahrrad? Ja. Wissen Sie, wo wir ein Fahrrad kriegen? Am Flughafen, da gibt's Fahrräder. Ah, okay. Und die sind auch so frei für alle? Ne, müssen sie kaufen. Ah, was kostet ein Fahrrad? Ach, da fragen sie mich was. Immer. Steigen sie ein, wo sie wollen. Ja. Hab gehört, es ist hinten sicherer. Warum soll es hinten sicherer sein? Hat mir hier einer gesagt, dass es vorne immer gefährlich ist. Jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Warten Sie mal kurz. Wo ist denn hier die Fahrschule? GPS? Tatsächlich hatte ich auch schon einen Unfall, als ich als Beifahrer saß. Ich bin einfach durch die Windschutzscheibe gefallen, deswegen. Ach du Schande. Ja. Aber das haben Sie gut überlebt, ja? Ja, ja. Aber schwer verletzt. Ach du Schande. Ja, ich hatte schon einige Unfälle hier. Noch gar nicht so lange da, aber fast jeden Tag ein Unfall. Ja, das ist hier in der Stadt normal, wissen Sie? Ah, okay. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, wenn Sie gleich die Führerscheinprüfung machen sollten, ne? Ja. Dann lesen Sie sich auf jeden Fall die Straßenverkehrsordnung durch. Okay, 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 verstehe. Ne, weil die Prüfung besteht aus einer Theorie-Prüfung und aus einer Praxisprüfung. Mhm. Okay. Ja, und achten Sie auf die Stoppschilder, beziehungsweise auch auf die Markierung auf dem Boden. Mache ich. Okay. Super, dann vielen Dank fürs Herfahren. Ja, sehr gerne. Für die ganzen Tipps. Sehr gerne. Wissen Sie, wo Sie die Straßenverkehrsordnung finden? Nein. Kennen Sie das Wiki der Insel? Ja. Ja, da gibt es das. Ah. Ein bisschen suchen. Ja, und dann müssen Sie. Okay. Lesen Sie sich wirklich durch, weil hier sind ein paar Sachen anders und. Allerdings wird auch kontrolliert, ob Sie das Wiki offen haben während der Prüfung. Ah, verstehe. Ja. Okay, also dann, Vielleicht kann man da tricksen und Sie fotografieren das irgendwie ab oder so. Ja, das habe ich mir auch gerade drucken oder so, ne? Kann ja, ich daheim gehen, an meinem Computer ausdrucken? Richtig. Das sehen die ja gar nicht, ja. Richtig, richtig. Da kann man schon ein bisschen. Wie viel Zeit habe ich denn da dann bei der Theorie? Ich glaube, das sind 10 Fragen oder so. Das und geht ich, relativ aber fix. Ich kann das so lang machen, wie ich will, sozusagen. Was? Die Prüfung? Ja. Nee, die wird durch einen Mitarbeiter hier gemacht. Ah, also ich habe dann schon, also der kommt dann schon wir irgendwann und sagt, Sie und müssen jetzt abgeben. Der Prüfer fragt Sie und der Prüfer macht auch mit Ihnen die Praxisprüfung. Ah, okay, aber Sie sind nicht zufällig auch Fahrlehrer? Nee, ich bin nicht Fahrlehrer, nee. Also Sie kennen sich nur gut aus. Bei Eldorado nennt sich das Ganze. Das ist auch ein Business und wir haben auch Arbeiter und sowas, aber ja. Verstehe. Ja gut, dann werde ich jetzt erstmal langsam mal den Führerschein in Angriff nehmen. Dann schaue ich mich hier mal um. Geld haben Sie? Ja, noch nicht genug. Das muss ich erstmal organisieren, aber... Ja, kommen Sie mit. Da kriegen wir hin. Ach, das muss aber echt nicht sein. Ja, ich kenne ja den Anfang hier. Ich bin von Altes eingeflogen damals und dann war das ein ganz schwieriger Start hier. Oh, okay. Das ist aber nett. Nicht, dass sie da nichts zu essen haben heute Abend. Ach. Notfalls muss mein Bruder oder so kochen. Okay. Okay. So. So. Oh, bitteschön. Ja, vielen Dank. Das ist echt nett.
Und wenn sie jetzt einen Führerschein machen wollen, dann benutzen sie oder melden sie das an. Müssen sie in ihrem Handy auf Service gehen, Fahrschule und dann da PKW reinschreiben. Und dann gehen sie hier in das Gebäude rein. Ja. Service, Fahrschule, okay. Und dann schreiben sie PKW rein, dann sind sie für die Führerscheinprüfung angemeldet. Ja, ja. Dann gehen sie hier vorne in das Gebäude rein. Oder fragen einen mit den blauen Hemden, ich glaube, das sind auch Fahrschullehrer. Ah, verstehe, okay. Ja, und dann... Ach, cool. Ja. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ja, nicht dafür. Dann lese ich mir jetzt erstmal das Wiki durch. Genau. Die ganzen Regeln. Wollen Sie mal meine Telefonnummer haben, falls Sie irgendwelche Fragen haben? Ach so, ja, das wäre eigentlich ganz nett. Ich bin der Paul. Moment. Paul. Stimmt. Wir haben gar nicht gesagt, wie wir heißen. Ich bin die Shiva. Hi. Hallo, Shiva. So, Nummer? Ist die 79826. 79826. Wunderbar. Werde ich mir sofort speichern? Ach, nö. Oh nein. Ich rufe sie dann heute Abend an, zwecks Candlelight Dinner. Nee, bitte nicht. Ach, ist das, der Uwe ist auch dabei. Ach, wollen wir nicht gleich mit allem einen Partyraum mieten? Ach du Schande. Eieiei, da ist jetzt was, das ist jetzt was angerichtet, ne? Ja. Schnell die Nummer wechseln vielleicht. Das geht leider hier nicht, das ist einfach gesagt, alles getan. Ja, ja, ja. Letztens hat ein Kollege von mir, wo hat er mich verarscht? Und hat beim Live Invader eine Anzeige für mich geschaltet. Oh. Wissen Sie, wie viele Anrufe ich gekriegt habe? Oh nein! Für irgendeine Scheiße? Oh. Naja, aber vielleicht war ja was dabei. Ach nee. Nee. Waren alles nur Männer. Oh. Ja. Wahrscheinlich sind bei Live Invader auch nur Männer. Bei Live Invader kann man jede Anzeige schalten. Ja, ja, schon. Aber. Aber warum sind da, sollen da nur Männer ich sein? Ich könnte mir vorstellen, dass nur die Männer da sind. Die antworten jedenfalls da nur drauf, ja, ja. Ja, 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 ja. Nachdem hier gefühlt jeder anhält und sagt, hallo die Dame, braucht man auch als Frau... Sind Sie keine Dame? Nein, ich bin keine Dame, danke. Okay, dann sind Sie... Was sind Sie denn? Ja, das ist halt einfach nicht... Also das ist mal so ein Tipp für Sie, falls Sie das auch manchmal machen. Keine Frau mag es, wenn man Dame zu ihr sagt. Nee, sage ich nie. Ja, dann ist gut. Alles gut. Na, da kommen also entweder, ey, was geht? Oder, hey, die Dame. Das sind so die zwei Sachen, die immer kommen. Sag immer guten Tag. Das ist schön. Das finde ich gut. Ja. Wollen Sie meine Nummer auch haben? Ja, sehr gerne. Wie heißen Sie denn mit vollem Namen? Mit vollem Namen heiße ich Aero Shiva. Aber. Was? Ich werde immer Shiva genannt. Okay. Ja? Gibt der Nummer? 81001. 81001. Genau. Habe ich mir abgespeichert, Shiva. Ja, cool. Dann danke für die ganze Hilfe. Ja, kein Problem. Wenn irgendwas ist oder wenn du mal irgendwie einen Job suchst oder so, sagst du Bescheid. Wo muss man sich anmelden für einen Führerschein? Mach ich. Vielen, vielen Dank. Wo muss man sich anmelden für einen Führerschein? Sehe ich aus wie ein Fahrschullehrer, da vorne bei dem Blauen. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, du bist einer. Ach, ja, genau, melde dich einfach. Gibt? Ich hab, Irgendwie dachte ich, der Parkplatz ist frei. Ja, ich werde angerufen, ja? Okay, alles klar, mach's dann gut. Ciao. Ciao. Ach, alles nach. Okay. Ja, dann bin ich jetzt tatsächlich am Überlegen, ob wir heute den Führerschein noch, in Angriff nehmen. Aber dafür müssen wir uns ja auf jeden Fall noch die STVGO durchlesen. Ja, wir gehen heim und büffeln. Definitiv. Das machen wir.